Grammatik ist, wie gesagt, nur ein Werkzeug, um die sprachlichen Ziele zu erreichen, um die Anliegen zu formulieren. In den Lehrwerken gehen wir sehr langsam vor. Wir führen die Grammatik nicht immer ein, wenn wir sie benutzen und vor allem nicht gleich in allen Formen, in Tabellen, wie wir sie aus dem Schulunterricht kennen. Wenn wir zum Beispiel nach dem Befinden fragen, wie geht es Ihnen? Ihnen ist ein Personalpronomen im Dativ. Vielleicht sind Flüchtlinge dabei, bestimmt sind Flüchtlinge dabei, die Sprachen können und interessiert sind an der Grammatik und fragen, warum Ihnen, was ist das? Und mir, nach mir fragen und sie geraten in Versuchung, die ganze Deklination zu üben, mir, dir, ihm, ihr und so weiter. Das ist aber sehr verwirrend und auch sehr viel für den Anfang. Vielleicht fragt jemand, was bedeutet dieses es? Wie geht es Ihnen? Gehen Sie einfach drüber hinweg, sagen Sie, das lernen Sie später und zeigen Sie, wie man es benutzt und wie man darauf antwortet. In den Lehrwerken wird die Grammatik auch nur langsam und häppchenweise eingeführt, wiederholt und langsam aufgebaut.